Okay. Hallo, hallo zusammen. Legen wir mal los. In einer Stunde geht's los. Letzter Finalabschnitt. Und ja, Henning, sag doch kurz deine Bilanz der ersten drei Tage und auch gerne noch einen Ausblick schon Richtung EM Israel. Ja, durchaus positiv. Also wir haben jetzt auf der Liste der Qualifizierten, der rein qualifiziert, muss man dann sagen, Zeit und Platz erfüllt, ziemlich genau 25 Sportler aktuell drauf. Dazu können sicherlich noch heute Nachmittag zwei, drei Überraschungsgäste kommen, wie auch in den vergangenen Tagen schon draufgekommen sind. Zum Beispiel ist so ein Marius Kusch sicherlich in der Lage, über die 100 Delfine heute Nachmittag noch den Schritt zu machen. Das sind Athleten, mit denen man im Vorfeld nicht unbedingt rechnet. Genauso wie der Andreas Wiesner über 200 Rücken oder Dominik Frank über 100 Lagen und. Also sehr schön, wenn es nicht nur die Altetablierten sind, die uns immer wieder Freude machen, sondern wenn es jetzt auch ein paar junge, neue, frische Gesichter sind, die zumindest auch auf der Kurzbahn immer eine deutliche Rolle spielen. Von den etablierten, älteren, erfahreneren Athleten werden die Elite-Teammitglieder in kompletter Gänze nach Israel gehen. Das steht heute schon fest. Das heißt also ein Marco Koch, eine Franziska Hentke und Stand heute, abschließend vor den 400 Meter Kraul, Stand heute auch der Paul Biedermann werden nach Israel fahren. Sollte der Paul jetzt gleich über 400 Meter Kraul nicht seine von ihm selbst erwartete Leistung bringen, könnte er sich an der Stelle eventuell nochmal umentscheiden. Aber sollte das alles so laufen, wie wir das denken, hoffen und erwarten, dann wird auch er nach Israel gehen. Das Team wird, wie gesagt, ca. 25 Leute groß sein. Bunt gemischt mit Newcomern, mit älteren Newcomern, mit ganz, ganz jungen Schwimmern. Ein paar, die sich qualifiziert haben, das wisst ihr, haben auch abgesagt, aus, nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern vielleicht auch aus trainingstechnischen Gründen, sodass das Team trotzdem eine gute Größe von 25 umfasst, aber sicherlich von mir nicht mit der Erwartung nach Israel fährt, dass wir da wahnsinnig viele Medaillen gewinnen oder mit absoluten Weltklassezeiten nach Hause kommen. Dafür möchten wir jetzt auch ganz bewusst mal so die zweite Reihe, ohne es böse zu meinen, an den Start bringen, um eben denen die Möglichkeit geben, Erfahrung zu sammeln. Ja, das soll es im Großen und Ganzen als Fazit sein. Für Fragen bin ich natürlich offen. Nochmal eine Frage von mir. Wie ist so die Leistung selber, die hier erzielt wurden? Wie ordnest du die ein? Hättest du damit gerechnet, dass die Zeiten erzielt wurden? Oder bist du positiv überrascht? Also als Querschnitt, sage ich erstmal. Also ich bin an einigen Stellen in der Spitze positiv überrascht. Das ist natürlich jetzt vor allen Dingen so eine Zeit wie Marco Koch zu Beginn dieser Meisterschaft. Aber sicherlich auch Florian Vogel über die 800 Kraul, gerade gestern den deutschen Rekord von keinem anderen als Paul Biedermann gebrochen. Das sind absolute tolle Zeiten. Ich bin aber auch sehr positiv überrascht über Zeiten von der Jenny Mensing über 200 Rücken, die sich sehr nah an ihren eigenen deutschen Rekord bewegt hat. Genauso wie die Franziska Henke über 200 Meter Delfin und. Also in der Spitze sind die Leistungen sehr gut. Und was mich besonders freut, dass wir in der Breite auch ansteigende Leistungen haben. Wir haben über die letzten drei Jahre einen Qualifikationsmodus verfolgt, der sowohl im Vorlauf als auch im Endlauf sich immer an dem vorangegangenen Top-Event orientiert hat. Und da immer angestiegen ist, im ersten Jahr war es Platz 24 im Vorlauf und Platz 16 im Finale. Dann hatten wir ein Jahr später den Platz 22 Vorlauf, Platz 14 Finale. Und jetzt ist es Platz 20 Vorlauf und Platz 12 Finale, immer der vorangegangenen EM. Das heißt also, wir steigen in unseren Ansprüchen an unsere Sportler. Die Sportler steigen aber trotzdem im Niveau der Breite mit. Zum Beispiel über 100, 200 Meter Rücken der Damen haben wir immer ein komplettes Teilnehmerfeld im Finale, was theoretisch immer noch unter diese Normen gehen kann. Das heißt, die haben die Vorlaufnormen erstmal alle geknackt. Natürlich ist da eine 1:00 auf der Kurzbahn jetzt kein Grund, direkt in Jubelstürme auszubrechen, aber wir haben 8, 9 oder 10 Schwimmerinnen, die in dieser Bandbreite sich bewegen und das ist eben äußerst positiv. Das heißt, sowohl die Spitze als auch die Breite stimmt aktuell und es gibt viele Sportler wie den Steffen Deibler, der immer noch sehr, sehr starke Leistungen abruft, der aber für sich selber, sieht man ja auch unrasiert mit Bart, aus dem Training raus startet und das eben von Anfang an nur als kleine Standortbestimmung genommen hat, aber nicht als Qualifikationsmöglichkeit für die Kurzbahn-EM. Gut, dann danke. Henning von meiner Seite aus. Hat sich noch einmal jemand umentschieden, der eigentlich nicht starten wollte, weil du am Donnerstag, glaube ich, davon gesprochen hast, dass 13 von 25 Olympioniken gesagt hätten, sie würden nicht nach Israel gehen, wenn jetzt 26 bisher qualifiziert sind und du rechnest mit 25 im Team. Müssen ja doch einige nochmal ihre Meinung geändert haben, oder? Also es war so, dass wir eine Meinungsabfrage zu Beginn hatten, wo ich jetzt keine Namen kannte. Ich hatte von unserem Athletensprecher eben nur die Zahl gehört. Ich glaube, da waren nicht nur Sicherheitsbedenken, sondern es war jetzt bei den 25 eben so ein Steffen Deibler war auch dabei, der von Anfang, oder Jakob Heidmann. Das waren so Leute, die von Anfang an Nein gesagt haben.
Und dann gibt es frische Leute dabei, zum Beispiel eine Maxine Wolters, die jetzt sicherlich eine Chance gehabt hätte mitzukommen, die aber von sich aus Nein sagt. Eine Doris Eichhorn sagt von sich aus wieder Ja. Also die Bandbreite ist wirklich 50-50 von Ja nach Nein. Schön, dass viele junge Schwimmerinnen da reinkommen, die auch Ja sagen. Allerdings verstehe ich auch jeden, auch älter oder jung, der sagt Nein. Ob das jetzt hauptsächlich von dem Olympiateam Leute sind, die sich umentschieden haben, das weiß ich gar nicht. Das heißt für dich jetzt auch, wenn sich an der Situation nichts mehr ändert, wenn jetzt nicht noch irgendwelche anderen Aussagen vom Auswärtigen Amt oder so kommen, bist du auch dabei? Ich persönlich gucke mir das immer noch an, jetzt gar nicht wegen Sicherheitsbedenken, sondern hauptsächlich wirklich aus verschiedenen Gründen. Im Moment ist es so, dass der Frank Lamotke die Maßnahme definitiv begleitet. Der ist auch einen Tag vor uns schon in Israel und wird vor Ort alles richten. Das heißt, ein Bundestrainer von mir ist vor Ort. Wir haben 5 Trainer, die auch Stand heute schon gesagt haben, sie fahren mit. Das sind vor allen Dingen die Trainer der Topathleten. Das heißt, der Alexander Kreisel für den Marco Koch, der Bernd Berghahn für die Franziska Hentke und der Frank Embacher für den Paul Biedermann würden fahren. Flankiert eventuell noch vom Jan König oder der Nicole Endrostadt, das muss man sehen. Also die beiden stehen aber auch bereit. So, dass es eigentlich erstmal eine gute Betreuungssituation gibt mit 2 Physiotherapeuten. Es ist so, dass ich auf der einen Seite von Beginn an gesagt habe, ich habe schon Bauchschmerzen, auch persönlich damit. Aber auf der anderen Seite sind ganz viele Dinge, die noch erledigt werden müssen. Wir fahren schon Anfang Januar nach Phuket, nach Thailand. Dafür müssen noch viele organisatorische Dinge geregelt werden. Wir haben Ende dieses Jahres noch Abgabeschluss für verschiedene Papiere. Wir wollen die Nominierungsrichtlinie fürs nächste Jahr definitiv verabschieden. Es müssen Qualifikationskriterien für die Kadersituation geschrieben werden. Es müssen Strukturpapiere beim DOSB eingereicht werden. Wir haben nächste Woche Meilensteingespräche und Olympia-Vorbereitungsgespräche. Also da ist noch eine Menge zu tun, sodass ich denke, eventuell, wenn es gar nicht nötig ist, dann muss ich nicht mitfahren und kann mich um diese Sachen kümmern. Wie steht die Mannschaft nur aus Leuten Platz 1 und 2 oder nimmst du auch Leute mit, die Platz 3 oder vielleicht sogar 4 die Norm erfüllt haben, Perspektivteam sind oder? Das kann gut passieren, genau. Also in meinem Kopf sind schon 2, 3 Athleten, die nicht unbedingt Platz 1 und 2 erreicht haben, aber eben aus dem Perspektivteam kommend sehr nahe Anschlussleistungen haben. Das sind so Namen, kann ich jetzt schon mal sagen, Lisa Höping ist so jemand. Ne? 200 Delfin, sehr, sehr stark gewesen. Vor ihr war jetzt auch nur noch Martina van Berkel, die für mich jetzt, nicht falsch verstehen, ihr wisst das alle, keine Rolle spielt. Also dementsprechend ist sie für mich eigentlich objektiv Zweite geworden. Das könnte so jemand sein oder eventuell auch ein Damian Wirling, der jetzt hier bisher tolle Leistungen erzielt hat und den ich schon ganz gerne mal in so eine internationale Maßnahme bringen würde, immer unter der Prämisse, dass das jemand sein könnte, der im nächsten Jahr in der 4x100 Kraulstaffel doch eine Rolle spielt, dann ist es gut, wenn er schon mal vorher so eine internationale Bühne betreten hat. Solche Leute könnten es sein, ja. Dann, auch wenn es jetzt nicht so wichtig ist in dieser Saison, speziell mit Blick auf Olympia, was erwartest du dann vor Ort? Was für Ziele gibst du aus? Also ich denke, dass wir 2 unterschiedliche haben. Die einen, die dorthin fahren, die Älteren, die dorthin fahren, Richtung nochmal, das Elite-Team natürlich, Marco Koch wird da nicht hinfahren und sagen, schön, dass ich dabei bin, sondern der will dort die Medaillen gewinnen und die sollen eigentlich für ihn empfunden wahrscheinlich auch eine ganz besondere Farbe haben. Das ist nun mal sein Anspruch, das ist auch ganz klar. Das heißt, diese Spitze fährt sicherlich, um Medaillen zu gewinnen, um sich eine Standortbestimmung abzuholen. Wo stehe ich? Auch international. Da gibt es natürlich auch in Europa sehr starke Schwimmer. Der Daniel Goerter, der immer noch den Weltrekord auf der Kurzbahn hält, wird Stand heute meines Wissens nach dort sein. Das heißt, Marco trifft auf hohe Konkurrenz. Paul sowieso, wenn die Franzosen vor Ort sind, die Engländer vor Ort sind, dann gibt es immer sehr, sehr starke Leute, die auf der Kurzbahn richtig gute Zeiten erzielen. Und eine Franziska Hentke sicherlich auch. Ich weiß nicht, ob die Belmonte an den Start geht. Könnt ihr mir das mal vorstellen? Sie ist wieder gesund? Nee. Also Belmonte wird nicht starten und die Franzosen kommen auch mit dem Nachwuchs. Im B-Team, ne? Ja, oder mit dem Nachwuchsteam. 10 Leute, die hatten aber schon vor 10 Tagen. Genau. Also dementsprechend denke ich mal, die fahren sicherlich hin, um Medaillen zu gewinnen und um uns gut zu präsentieren. Und die anderen werden hinfahren, um zu schauen, dass sie in die Semifinals kommen oder eventuell sogar der ein oder andere mal ins Finale schnuppern kann. Schade für mich ist natürlich, dass mit den Absagen, wobei ich nochmal sage, jede einzelne Absage wird nicht diskutiert, sondern einfach nur zur Kenntnis genommen und akzeptiert, dass dort natürlich die Möglichkeit auf eine sehr, sehr schöne Staffel kaum noch gegeben ist. Also wenn ich weiß, dass ein Steffen Deibler bei mir aus der Lagenstaffel rausgeht und ein Hendrik Feldwehr nicht dabei ist, dann macht es schon wenig Sinn, diese Staffel zu schwimmen, weil die 2 Besten, die auch richtiges Fund da reinlegen, halt nicht da sind. Ne? Und da muss man gucken, Deutschland hat jetzt schon einen gewissen Anspruch, also ein Finalplatz muss drin sein. Und eigentlich war die Lagenstaffel der Herren immer für eine Medaille gut.
wenn wir da jetzt so rangehen, dass wir sagen, hoffentlich kommen wir ins Finale, das wäre also nicht mein Ziel. Also welche Staffel du an den Start bringst oder so, weißt du? Nee, muss ich jetzt wirklich heute noch, vor allen Dingen die 50 Grad abwarten, was sich da noch so tut. Habt ihr noch weitere Fragen? Weil Handy, wie gesagt, danach auch relativ schnell wieder weg ist. Okay, dann danke euch.